Herzlich willkommen, die Leute, zum neuen Part von Let's Play Super Mario 3D World. Yeah, boy. Wer hält hier Herzen an der hippen Musik? Ja, das ist eine hippen Musik. Wir sind hier in einem, ja, bisschen gefangenen Ort. Sagen wir es mal so. Zumindest lässt der Kronkorken darauf hinweisen, dass wir hier nicht durchkommen. Auch wenn wir sagen, ich bin durch! Das geht nicht. Dementsprechend müssen wir jetzt die Welt 3B machen. Ihr seht schon, es hat was mit dem Zirkus zu tun. Einer Spoiler, es wird Abfuck pur sein und ich habe keine Ahnung mehr, wie man diese, ich glaube Würmer waren das, die jetzt hier kommen, besiegt hat. Am Ende. Aber was haben wir uns immer um? So, Katzenpilz ist immer das. Katzen-Mario ist immer durchaus ein cooles Item. Ja, das war schon wild, dieses Level. Das sieht man ja auch, ist kein großer Part. Was die Part nur die ich Level machen werde hier. Arason. So, genau diese Dinger waren mein Problem. Ich glaube, man musste irgendwie hier hoch. Weil das Ziel war, das irgendwie auf das Ding drauf zu springen. Ich weiß aber, das erste lief nicht mehr. Einmal so draufklettern, dann geht's ja, glaube ich, nicht. Ja. Man muss ja auch möglichst Großes bringen und dann geht das dann irgendwie so. Sollte vielleicht nicht gerade da stehen, wenn die Meteoroiden runterkommen. Dann muss man, glaube ich, irgendwie den hier machen. Ich weiß aber, es kann irgendwie mal diesen, das heißt, Boss hier erledigen soll. Scheiße, jetzt war ich gerade kurzzeitig drauf. Ich hab eine Theorie, wie das Ganze gehen soll. Ja, genau so. Okay. Gut, die Dinge auszuweisen, jetzt nicht die größte Kunst der Künste. Das ist eigentlich erst nicht wild. Gut, das war mal ein Satz mit X, das war wohl nix. Nächster Teller, let's go. Das heißt fies weg. Fuck, ich hab Katzenpiz-Teil mehr. Vergessen, dass sie auch bald auf einmal kommen kann. Scheiße. Komm mal wieder aus dem Ding hier raus. Perfekt. So, ja, komm mal erstmal Scheiße runter. Nicht verstanden, du bist leist Akku. Brauchst nicht sein, alles gut. So. Scheiße, inwiefern? Ja, ist das Betrug. Halt erst mich der Betrug gerade. Aber das Bild ist halt auch noch nicht. Bisschen ausweisen, wie es da ist, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Was ist es? Anders wird. Die sammeln natürlich alle Münzen da ein, ist ja klar. Münzen sind Geld und Geld ist wichtig, denn Geld regiert die Welt. Ja, Geld ist wirklich wichtig, so sieht's aus. Ich sammle mir alle Münzen ein, die mir hier in die Quere kommen. Und let's go back. Ich glaube, der Part wird einfach noch kürzer. Es tut mir leid, dass die Part immer kürzer werden. Aber das ist halt normal. Immerhin, sobald ich Let's Play vorbei ist, kommt da wieder etwas Neues. Vielleicht Bowser's Fury, ich weiß noch nicht. Vielleicht
sagst das, weil es Eden halt verpasst hat, du erst ein bisschen später. Und tu noch irgendwas anderes, das wir es hinziehen, das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt auch je nachdem darauf an, was ich Bock habe, weil Miitopia will es beispielsweise als Livestream-Projekt machen, weil ja aktiv eure Mies mit dabei sind, das wird zum Beispiel eben nicht in den Raster fallen für ein neues Let's Play. Muss mal schauen, worauf ich Bock habe. Muss auch vielleicht, wenn mir noch ein Mario Kart-Teil fehlt, dass ich den mache, oder irgendwas anderes halt so in die Richtung. Das muss ich mal sagen. So, wir sind von der Kälte in die Wüste angekommen und mit dem Wüstenlevel geht's im nächsten Part weiter von Super Mario 3D World. Ich bedanke mich soweit fürs Zusehen. Wollt ihr noch einen schönen Abend, morgens, Mittag, wann auch immer ihr schaut. Macht's gut und ciao!